Und damit hallo und herzlich willkommen in unserer neuen sonnigen Welt, wo alles irgendwie einem Schrottchaos ähnelt. Wir haben in der letzten Folge diesen Hühnerstall hier gebaut, was so mäßig gut geklappt hat. Können wir da eigentlich die Hühner reinmachen? Das machen wir wahrscheinlich erst später, oder? Nicht, dass die abhauen, das weiß ich jetzt nicht. Nee, Also, mach das mal nicht. wir müssen erstmal hier schauen, wie wir jetzt hier durchkommen. So. Tür schließen. Ich will aber nicht die Tür schließen. Ach so, der ist über mir, ne? Der Dachboden ist noch Wahrscheinlich. ein höher. Wie komme ich da jetzt? Wo war die Treppe denn? Ich bin oben schon. Ja, geil. Das ist ein toll. Ach, Aber da! Ich wollte gerade sagen, das ist eine tolle Antwort, wo die Treppe ist. Der zeigt. Nee, der zeigt mir aber immer noch an, noch, dass ich nach unten gehen soll. Hä? Soll hier nach unten gehen. Ach so, erster Stock abreißen? Nee, das ist alles abreißen. Wo ja, bist ich du denn reiß jetzt? oben jetzt so. Hier, reiß mal was ab hier. Ich habe auch schon Boah, was geht das abgerissen. noch? Du hast hier ein Loch reingemacht. Nein, jetzt Ach nimm so, eine ja, ich muss ja Brechstange. erstmal. Habe ich nicht. Sonst Ich habe ich. nur den Hammer. Ich habe zwar zwei Sachen aufgenommen, zwei oder drei, aber ich habe nur den Hammer. Wie Dann kann reiß ich ich das jetzt denn hier. abreißen hier? So. Ja. Ey! Hallo, das war das Dach, das war nicht der Dachboden, du Trottel. Ja, aber wir sollten den Dachboden abbauen. Ja, aber nicht das Dach. Alles, was rot markiert war, stand da. Da steht gar nichts bei mir. Doch, Dachboden abreißen. Ach so, ich muss auf Abreißen gehen. Jetzt. Warte doch mal, ich will mal was gucken. Ja, guck. Dieses Haus ist nicht mehr zu Ja, reparieren. Wir keine Ahnung. ja, weil wir es doch abreißen Wir müssen zerstören komplett. jetzt mal einfach das ganze Haus voller Wut. Wir Ja, haben ja aber zum Glück gespeichert. das ist ja auch Schrott, das Haus. Ja, aber das ist Ist doch ja. nicht der Dachboden, das ist das Dach. Deswegen bin ich Nein, da das ist jetzt. doch der Dachboden. Ich sehe nichts mehr. Hallo, ich könnte ja gerade noch was machen. Da, weg damit. So, jetzt können wir den Rest abreißen Ja, aber es hier. ist nicht abgehakt. Es ist nicht Nein, weil abgehakt. es doch nicht abge noch nicht da. Jetzt müssen wir das Dach abreißen. Also wir sollen Okay. eigentlich alles abreißen, wenn ich das jetzt hier richtig. Oh, scheiße, hier ist gerade. Ja, steht. Aber eigentlich ja, ne? Dachboden, erster Stock, Erdgeschoss. Also im Endeffekt das ganze Haus sollen wir abreißen, ist richtig, ne? Ja. Okay. Sogar die Lampe Weißt du soll ich zuerst das abreißen. markierte Gitter? Was für markiertes Gitter? Da Ja, kann das ist doch ich. immer erst rot markiert. Ja, aber das war ja rot markiert. Aber das hier zum Beispiel kann ich nicht abreißen. Was ist denn das für ein Quatsch? Man merkt, dass du Abriss bist ja nicht so gut, ne? Ja doch, aber guck mal nach hier. Die kann ich beide nicht abreißen. Hier die beiden. Sag mal. Da steht immer, Ja, ich aber soll das das markierte Gitter. Gitter. Ja, da muss das Ja, Gitter aber das erst sieht doch hinten. genauso aus wie die anderen auch. So, jetzt geht's Müll nicht. entfernen. Müll entfernen kann ich zum Beispiel auch nicht. Oh, aber das Fenster kann ich wegmachen. Okay. So, unserer Zerstörungswut sind keine Grenzen gesetzt in dieser Folge. Und ich habe gerade festgestellt, dass ich gar nicht die Uhr anhabe. Aufgenommen hab. Doch, doch, aufgenommen schon, aber ich habe die Uhr nicht an. Deswegen weiß ich jetzt gar nicht, wie lange wir jetzt schon dran sind. Wir sind bestimmt schon 2 Jahre hier das Haus am Abreißen. Ich meine, das dauert doch. So. Ja, dann mach halt erst das scheiß Fenster. Ist mir doch egal. So. So. Was ich gut finde, muss ich aber. Ich meine, man muss ja auch was Positives sagen, ne? Was ich gut finde, ist, dass das sehr schnell geht. Was ich allerdings ein bisschen doof finde, dass du wirklich jedes einzelne Teil anklicken musst. Das ist gerade so ein bisschen mühsam, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das hier auch wahrscheinlich, ne? Ja. Hä? Lampe weg, das weg. Aber ich muss sagen, also so schon mal so als ersten Eindruck zwischendurch, bisher finde ich es ganz nett. Ist noch ein bisschen holprig von der Bewegung her und so, aber so grundsätzlich, ich meine, die führen einen ja auch erstmal so ein bisschen heran und so, ne? Da komme ich jetzt gar nicht mehr hin. Das ist schlecht. Doch, von hier kam ich gerade noch hin. Ich hänge gerade in der Luft, glaube ich. Aber sonst geht's mir gut. Guck mal hier. Hi. 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 Aber irgendwas haben wir noch nicht abgerissen hiervon. Ja, Ach, da hier hinten die liegt so eine Sachen. Tür rum. Du hast so eine Nein! Tür.
Du hast die Tür vergessen und hier oben. Nein, die hier Sachen. Liegen Sachen noch überall. Die müssen wir doch noch mit abreißen. So. Nein! Entschuldigung. Wir müssen nur die Treppe stehen lassen, damit wir auch wieder nach oben kommen. Die darfst du nicht abreißen. Es gibt doch kein oben mehr. Es gibt kein oben mehr. Ach so, ist jetzt alles dadurch kaputt. Ach so. Ich dachte, ja, wir da wäre nur ein Teil jetzt. Nein, wir müssen jetzt das Erdgeschoss auch noch vernichten. Schade. Also kann man jetzt nicht mal eben einfach nur den Boden machen, dann ist alles weg oder so? Nee, das wird zu einfach. Ja, deswegen. So, wenn es eh kein oben gibt und kein unten und kein überhaupt und vorne und hinten, kann ich ja einfach alles abreißen, was mir hier gerade so über den Weg läuft. Die Gameplayerin ist in Zerstörungswut. Genau, das nenne ich einen guten Titel für diese Folge. Zerstörungswut. Ich hoffe, ich denke dran. Boah, ey. So. Das auch. Das dauert nur alles so lange. Wenn ich das jetzt alles alleine machen würde, glaube ich, würde ich jetzt Kotzen kriegen. Also jetzt nicht, weil es nicht geht oder so, sondern weil es einfach so lange dauert. Ey. So. Kannst du das Radio mal kaputt machen? Ja, habe ich schon entfernt. Danke, danke. Gut. Habe ich zwar jetzt aus Versehen entfernt. Ich wollte gerade was anderes dazu antworten, aber... Weil die Musik, die war sehr depressiv gerade irgendwie. Die da jetzt lief. Das war irgendwie so eine Klassikmusik da. Oh Mann, ey. Naja, ich sage, ich habe es aus lizenzrechtlichen Gründen sowieso aus. Also ist mir das egal. Pass nur auf, dass du hier nicht die Sachen zerstörst, die wir neu gemacht haben oder so, ne? Sollen wir den Grund hier wahrscheinlich auch abreißen, oder? Also kann erstmal ich das erstmal warten, bis Erdgeschoss fertig ist. Das ist noch nicht das. Mach mal den Grund bitte noch nicht. Nicht, dass wir da noch was von brauchen oder wieder aufbauen darauf. Ja, deswegen, das war ja meine Frage gerade. Ach, jetzt kann ich das, okay. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass wir eh nur das machen können, also wegmachen können, was zur Quest gehört. Also zumindest hoffe ich das, dass man jetzt nicht einfach so das ganze Haus abreißt und dann, das war so eigentlich gar nicht gewollt. Bitte baue wieder alles auf. Oder bitte setze alles zurück oder sowas. Ich meine, aufbauen müssen wir ja sowieso, deswegen... Finde ich so interessant, dass man erst die Tapeten abreißen muss, bevor man die Wände abmachen kann. Ja, kennst du das nicht, wenn Leute mit so einer Abrissbirne kommen? Die haben dann vorher alles fein säuberlich die Tapeten abgemacht. Ja, das ist echt. Aber du musstest es normal nicht machen, die machen es aber wegen der Trennung. Wegen der Mülltrennung meinst du, damit die weniger bezahlen müssen. So, warte mal, wir haben jetzt hier fast alles, oder? Da ist noch Müll. Das kann hier noch weg. So. Da ist immer noch Müll. Hä? War der nicht gerade weg? Was bist du denn? Du bist eine Treppe. Okay, weg damit. Ach, das könnte aber sein, dass wir das nur reparieren müssen oder so. Du sollst die Treppe hier wegmachen, steht da. Ist immer noch nicht... Also das soll, wir sollen doch alles abbauen. Oh. Quest abgeschlossen. Ich bin wieder verbuggt hier. Das Fundament abgebaut. Das ist aber nicht abgebaut. Du musst erstmal den ganzen Müll hier entfernen, der hier überall liegt. Das sieht ja schrecklich aus. Da kann man doch niemanden einladen. Was ist das? Ja, aber wenn er das alles wegmacht, vielleicht brauchen wir das Zeug noch. Nee, da steht doch Müll entfernen. Fundament gebaut steht hier. Fundament bauen, so, ja. Ja, das bauen wir. Warte, mach mal nichts. Geh mal raus da. Wo bist du? Ja, ich bin hinter dir. Okay, warte. Mach das Fundament bitte da auch hin, wo das andere war. Ja, das kann ich nur hier. Aber ich kann jetzt nicht mehr gedrückt halten. Das heißt, ich muss wahrscheinlich doch da reingehen dafür. Ja, das ist ja geil. Und dann backe ich da drin. Nein, ich muss nicht reinhalten. Ich kann eh drücken und bauen. Soll ja, dann halt mal eh gedrückt. Ja. Scrollen, um Gebäude zu sehen. Ach nein, ja, Entschuldigung. Entschuldigung. Oh, Sonderangebot Retro-Farmhaus. Fertigbauhaus? Achso, ist nicht verfügbar alles. Warte mal, hier. Farmhaus, Fertigbau 2, Preis. Ach, wir haben jetzt für den Müll sogar noch was bekommen. Fertigbau 2 für 500. Das ist das Einzige, was wir bauen können. Dann baue ich das. Nee, nicht für. Ja, ist das Einzige, was wir bauen können, ja. Aber die anderen sehen jetzt so nicht schlecht aus. Also ich hätte lieber ein anderes genommen. Kann man das nicht woanders hinstellen? Nee, ne? Das können wir wahrscheinlich später erweitern. Nein, oder das. So. Ja, ich denke mal, das kann man erweitern. Hoffe ich mal. Tada! Nimm den Kanister. Nimm du mal den Kanister. Tischsäge aufgetankt. Welche Tischsäge? Oh
Gott. Kann ich das wieder... Ach, der Kanister ist hier. Warte. Kann ich das wieder dingsen? Welchen oder? Kanister? Das ist doch nee. Ne? Das Wasser, nein, das ist doch Wasser. Nicht hier weg. Ach so, der... Jetzt kann ich es nicht mehr hinstellen. Ich hab den Kanister. Wo ist die Tischläge? Warte. Nein, geh da rein. So. Das weiß ich nicht. Da hinten, glaube ich, oder? Da sind zumindest Holzstamm, Tischsäge. Geh doch mal weg. Tischsäge ist hier das Rote. Hier, das Holz musst du noch mitnehmen. Ja, mach du mal da die Tisch... Ach so. Nimm du das Holz mit. Lauf mich doch nicht so um hier. Doch. Guck mal, wie stark ich bin. Ich bin She-Hulk. Ich laufe hier einfach so mit den Baumstämmen in der Gegend rum. Aber ich muss dazu sagen, das ist jetzt nicht negativ gemeint. Ne? Ich finde es gut, dass wir uns schnell bewegen können mit dem Kram hier. Installieren. Zack. Aua, mir tun die Augen weh. Ja, du hast auch eine Sonnenbrille. Jetzt müssen wir die auch noch einzeln tragen. Oh Gott. Das ist nicht dein Ernst, ne? Müssen wir jetzt das Haus mit jedem einzelnen Holzplankenteil hier... Also du weißt, was ich meine. Müssen wir das jetzt damit bauen? Da vielleicht sollten so ein, wir... Aber nee, ich könnte den Wagen ja vollladen. Guck mal, hier sind doch noch mehr von den Dingern. Oh ja, Gott. Warte. Ich leg das mal hier hin. Warte mal, wir müssen... Oh, ey! Ich hab eine Treppe gemacht. Was wollte ich machen? Ja, ich hab alles das nur versau. Ich wollte die ablegen, nur warte mal. So. Aber gut, das sind wenigstens größere Teile, aber wir müssen jetzt echt mit jedem einzelnen Baumstamm... Ach du Scheiße. Oje, oje, oje. Kann man... Ja, wahrscheinlich kann man nicht mehr nehmen. Ne? Ich meine, gut, es ist aber auch nicht realistisch, wenn man mit einem so schnell läuft. Also könnte man ja theoretisch doch auch mehrere nehmen, oder? Es wäre so eine kleine... Drücke E, installieren. Ist die jetzt nicht mehr voll? Kann das... Ich hab's ausgemacht, Wegen ist das dein Ernst jetzt? Einschalten. Ich hab dir gerade noch gesagt, dass wir da so viel von machen müssen und du schaltest das Ding einfach aus. Ich meine, du könntest jetzt theoretisch... Ach so, weil der dann... verstehe. Okay. Weil der dann das Benzin da rauszieht. Das ist scheiße. Das heißt, wir müssen dann zwischendurch nochmal auftanken. Das ist ja kacke. Wahrscheinlich. Aber die können wir nicht mitnehmen, oder? Du bist scheiße, weißt du das? Ich weiß. Guck mal, dafür habe ich schon einen Teil vom Haus gebaut. Nein, och Mann, ey, das... Du sollst es ja auch nicht kaputt machen. Geh mal, du musst da draufsteigen, sonst kriegst du die nicht wieder rein. Ja, ja, aber dann fallen alle wieder raus, ey. Was ist das für eine Scheiße, ey? Stimmt, ja, weil es nicht so gedacht ist. Ich lauf jetzt. Das ist mir jetzt egal. Du kannst ja auch hin und her laufen, die nach unten bringen und ich säge in der Zeit schon mal oder so. Dann würden wir wahrscheinlich auch ein bisschen Zeitersparnis haben. Ja, geil, die fallen alle wieder runter. Ey, willst du mich verarschen? Ach komm, ey. Also das ist doof gemacht, das muss ich echt sagen. Ich meine, dass du die einzelnen nur tragen kannst, ist schon richtig, aber dass du dafür joggen kannst, noch mit den Dingern, ist auch schwachsinnig. Ja, aber so. Wie gesagt, ich finde es positiv, weil sonst würdest du ewig damit brauchen, ganz ehrlich. Also bei Medieval, weißt du, wie ewig ich dafür gebraucht habe, von A nach B zu kommen mit ein paar Baumstämmen? Die ist ausgeschaltet. Weil das zieht unheimlich Benzin, wenn du die anlässt. Ja, das weiß ich, deshalb habe ich es ja auch ausgemacht eben. Ja, das habe ich dich eben gefragt, da hast du nicht drauf reagiert. Ich reagiere öfters nicht. Das stimmt. Das ist Standard. Ach so, ja, kann ich ja nicht installieren. Wenn doch, nimm eins mit gleich, ne? Und, ja, ja, habe ich schon. Ja, müssen wir das jetzt einfach hier hinlegen oder einfach da reinmachen? Ja, du gehst da hin und wartest, bis E kommt und dann installierst du das. Okay, da kannst du die Dinger machen. Und wie gesagt, das sind halt immer ja, so Fertig-Sachen, die dann kommen, ne? So ein Rahmen. Das ist jetzt der letzte Baumstamm. Also ich habe keine Ahnung, wie wir den... Wir müssen wahrscheinlich dann mit der Axt Bäume fällen, nehme ich mal. Ja, aber da fäll ich welche in der Nähe von der Säge. Ja, das wäre besser. Aber irgendwann sind auch die weg, ne? Muss man auch... Warte mal, hier rechts liegen aber auch noch welche, sehe ich gerade. Nee, ne? Aber die kannst du nicht nehmen. Nee, schade. Die kannst du auch nicht nehmen. Schade, ist alles so Deko. Sauerei. Nein! Kannst du das machen? Die fallen dann runter. Ja, dann mach du die mal. Ich baue so lange das Haus und laufe hin und her. Dann habe ich den Vorteil, dass ich meine Schritte für meinen Tracker ein bisschen auffülle. Und das zählt. Du weißt schon, dass das virtuell nicht zählt, ne? Doch. Das zählt schon. So.
So, einmal einsetzen. Aber das hat ja so ein bisschen, was haben wir zuletzt geguckt? Ivan Allmächtig, ne? Der hat doch auch so die Grundlagen von der Arche gebaut und dann die Arche so gebaut. Ja. Während des Films. Komme ich jetzt hier eigentlich rein, ja, ne? Wo bist du denn jetzt schon wieder? Ja, ich hole hier Holz. Ey, der macht hier, aua. Was ist denn das jetzt? Ach, liegt hier welches rum, was du benutzen kannst? Nein, das habe ich gefällt, da ein Baum. Wieso fällst du einfach einen Baum und ich darf das nicht zeigen? Das ist unfair. Warum fällst du nicht ich selber mein, mal also ein? In der, du musst ja, nur an den ich ja. In der ja, Realität, in der Realität bevorzuge ich das ja. Ja, ja, das denke ich mir. Baum zersägen steht hier. Ich zersäge mit der Axt. Ja, mit der Axt. Schlecht. Ja, ja, das ist irgendwie gut übersetzt irgendwie. Okay. Baum. Und jetzt soll ich den Baum fällen, wenn er am Boden liegt. Na gut. Ja, ja, dann, ja, du musst dir dann einen Teil aufteilen. Das sind zwei Schritte eigentlich. Na, schade. Ich habe gedacht, vielleicht könnte man doch zwei auf einmal machen. Ich habe jetzt hier oben mal einen Baum gefällt, was der Cliff einfach. Das war wieder schlau gemacht, damit du wieder 50 Kilometer laufen musst, ne? Das war ja nur, damit ich dir das mal. Damit ich dir das zeigen kann, vor allen Dingen. Damit ich das mal zeigen kann. Ja, ja. Oje, oje, oje. Aber man kommt sich wirklich so ein bisschen vor, als ob man so eine kleine Arche baut. Beziehungsweise so back to the rules, ne? Also, ich baue mir mein eigenes Häuschen. Also, so das Gefühl kommt wirklich auf. Das muss man denen ja lassen. Und wir haben jetzt schon wieder spät in der Nacht. ja, und ich sehe wahrscheinlich gleich gar nicht mehr, wo ich überhaupt hinlaufen muss. Was ist denn eigentlich mit dem Auto, wenn wir da das Licht anmachen? Zieht das da die das Benzin? Keine Ahnung, das habe ich, weiß ich nicht. Das kann ich hier nicht sagen. Weil hier das Benzin ist schon fast weg, ne? Ist schon über die Hälfte. Nein, es ist ein Dreiviertel nur. Oh, jetzt sehe ich nichts mehr, aber ich sehe wenigstens noch den orangenen Punkt. Also wenn ich irgendwo gegenlaufe und mich nicht mehr melde und nicht mehr antworte. Ich kann nichts mehr sehen. Warte mal, wo ist die Säge? Scheiße. Lass uns mal eben Dings gehen. Ich wollte gerade sagen, sonst lass uns eben eine schnelle Nummer schieben und dann. Ja, ich nimm ein Brett mit, warte. Das kann ich hier überziehen. Warte mal. So, ne, kann ich nicht markieren. Doch da. So, hier in der Nähe ist das immer. So, schlafen. Mit von und zu. Oh, jetzt liege ich links. Du kommst gar nicht. Was ja, ich für bin doch im Lauf doch schon, ne? Guck mal, ich liege hier schon willig auf dem Boden. Ach so, stopp, ich bin vorbeigelaufen. Ja, habe ich gesehen. Boah, ey, das ist wieder typisch Mann. Weißt du, den ganzen Tag gearbeitet und dann tut er so, als ob er irgendwas erreicht ja, hat. Ja, und du hast mir auch kein, und du hast mir auch kein Essen gemacht. Nix, ey. Nee, keinen Kaffee habe ich jetzt eigentlich mit erwartet. Aber das hier werden wir wahrscheinlich dann auch mit der Zeit aufbauen müssen, ne, hier rechts. Ja, ich deshalb sollten wir nicht alle Bäume hier wegmachen. Oder, ja gut, die sind aber sowieso ziemlich runtergekommen, die Bäume. Ja, ich denke mal, wir werden nach und nach müssen wir wirklich alles. Aua. Schlägt der mich einfach mit dem Baumstamm? Ich glaube, takt, ehrlich. Hast du verdient. Tja. Wieso ist da rechts jetzt eine Markierung, wenn ich links eine gemacht habe? Oh, nicht schlecht. Eieiei. So. Aber so langsam. Ja, aber es ist ein kleines Häuschen. Ich weiß nicht, was da so reinpassen soll. Aber ich denke mal, ich hoffe mal, dass wir das mit der Zeit dann auch wirklich erweitern können. Das sieht so geil aus, wenn du da so mit dem Ding auf der Schulter hier am Rumflitzen bist. Ja, und du drehst ein so ein mickriges Brettchen da hoch, ey. Ja, kennst du nicht dieses Spiel? Leicht wie eine Feder, steif wie ein Brett. Das ist leicht wie ein Brett, steif wie eine Feder. Oh Mann, da hinten, warte mal. Also, wir brauchen noch 1, 2, 3, 4. Dann haben wir den unteren Teil. Dann können wir zur Treppe und das Dach machen. Wobei ich nicht genau weiß, wie das mit dem Boden ist. Aber ich denke mal, der wird dann automatisch gemacht oder so. Oder der wird erst angezeigt, wenn man dann die Treppe hat und oben steht. Das kann natürlich auch sein. Ja, vielleicht sollten wir die erstmal wegmachen hier. Ich, nicht, dass wir hinterher zu viel Bretter... Wobei, die werden wahrscheinlich immer gebrauchen also können. Wenn die nicht einfach weg können, ne, dass sie despawnen oder sowas, ja, das dann weiß ich ist ja nicht. Egal. Wir müssen ja noch zwei Häuser machen. Wir müssen da hinten das Haus machen, wo wir die eingesperrt haben, die Hühner. Und diese komischen verfallenen Schuppen da auf der anderen Seite. Ich sag extra noch, lass uns erst die unteren machen. Und er macht natürlich dann, fein wie er zugehört hat, als erstes die Treppe. Geh! Ich bin grün! Geh, ich bin mein Rehlein, geh! Ich bin grün, ich bin grün! Und ich bin schneller. Edgebell. Ey! Ich sehe die ganze Zeit nur dein Hemd. Ich sehe mich nicht mehr. Ja, du hast mich schon wieder ausgezogen. Und wedel hier die ganze Zeit mit dem Hemd rum, wa? Mhm. Ach, das ist doch bestimmt...
entweder ist das wirklich eine Lagerhalle oder das ist irgendwie so ein... Scheune, nee, Moment. Irgendwie. Hier vorne soll das ja mit den Tieren hinkommen. Da brauchen wir dann aber auch wahrscheinlich Holz für und alles, ne? Gott. So, eine Ecke brauchen wir noch. Was hast du denn hier gemacht? Du hast zwei Treppen gebaut und du hast dann die Platte da von der Treppe hast du gar nicht. Wie, oh doch. Männer die, und Bauen. Das die ist kommt echt. Noch, die kommt noch. Also ein guter Handwerker wirst du nicht mehr. Ja, ja. Du kannst mich mal. Also. Weißt du, ich bin ja so schön einzeln. Was stehst du denn hier so dumm rum? Du sollst arbeiten und nicht pinkeln. Pinkelpause später. Ich musste gerade eine Pause machen. Warum? Weil du so nicht so viel gearbeitet hast. So, guck mal hier, jetzt habe ich da eine Platte drauf gemacht. Jetzt kannst du doch die Treppe hochgehen. Ich habe schon mal den Boden für oben gemacht. Kannst du denn jetzt, wenn die Treppe da ist, komplett? Mm-mm. Also müssen wir dem, aber komplett oder nur als Teil so? Als Teil. Nee, echt jetzt? Oh, ich habe gedacht oder zumindest gehofft, dass wir da oben den Boden komplett haben. Okay. Aber es nimmt langsam Gestalt an. Es ist gerade so ein bisschen langweilig, immer hin und her zu laufen. Deswegen hätte ich es jetzt wirklich besser gefunden, wenn man das... Warte mal eben. Nein. Wir hatten doch, wo wir hier angefangen haben, haben wir da hinten noch so einen riesigen Anhänger gehabt. Hör auf, jetzt unser Fehlverhalten noch weiter zu auszubauen. Und hier ist aber den noch Anhänger. Warte mal, hier ist auch eine Kutsche und alles, aber die Dinger, die sehen, also die kann man nicht zum machen. Ja, aber den Anhänger kannst du doch nur an den Traktor machen. Wir haben doch gar keinen Traktor. Ist der für einen Traktor? Ja, normal ja. Also, weil dieser Golfwagen, den wir da haben. Ja, normal kannst du auch nicht sowas tragen, ne? Also jetzt mal ganz ehrlich. Also einen kleinen Baum schon. Ja, aber nicht so damit rumlaufen und so. Also ich bitte dich. Aber ich konnte auch nichts klicken. Vielleicht kommt das später, so nach dem Motto, wenn die übrigen Bäume können wir fällen und irgendwo verkaufen, keine Ahnung. Oh, der mich jetzt erschreckt. Ich dachte, du wärst noch da oben. Ich habe noch welche gemacht. Welche Taste? Wir müssten aber doch theoretisch auch irgendwas mit den Steinen machen können, oder? Oder ist das wirklich nur so dieses Fachwerkhaus? Man kann gar nicht hier hochgehen. Und doch. Ja, aber wie? Ein bisschen blöd, ja. Ey, da hab ich gerade drauf geklickt. Geh weg da. Oh Gott. Kann man hier irgendwie schleichen? Ich fall doch hier runter. Ich komme da gar nicht hin. Oh nö, ich kann einfach über die losen Dinger hier laufen. Okay. Aber da flieg ich runter. Okay, also wir brauchen noch eins für vorne auf jeden Fall. Gucke ich mal eben, ob dann eventuell das Haus abgeschlossen wird. Ja, perfekt. Glückwunsch, du hast die Einführungsquest abgeschlossen. Ach, das war nur eine Einführungsquest. Und beherrscht nun die Grundlagen. Du kannst jetzt die Welt erkunden, zusätzliche Gebäude bauen, Tiere kaufen und züchten, neue Fahrzeuge erwerben, auf die Jagd gehen und deine Ranch erweitern. Weitere Details findest du im Glossar. Es ist Zeit, dein Gehöft zu einer florierenden Ranch auszubauen. Viel Glück. Ja, das würde ich uns auch wünschen. Und, ganz ehrlich, ich würde sagen, das ist jetzt so der perfekte Cut. Ach, die ist sogar schon möbliert. Ach du Scheiße. Mit hässlichen Couchen und so. Nein, lass das Radio aus. oh, guck mal, hier ist eine kleine Kuh drin. Ohne Vitrine. Aber alles so also, hier Altbau oben, irgendwie. Hier oben kannst du auch schlafen und speichern jetzt. Also wir brauchen nicht mehr das Zelt benutzen. Oh, das war aber so schön kuschelig im Zelt. Das stimmt. Aber das Bett ist auch komisch. Wir probieren das Was mal. Was ist das denn? Achso, hier. Ja. Ja, aber dann das bist du sicher, weil wir haben jetzt Tag. Nee, dann nicht. Komm. Oh, wir können Fernseher einschalten. Guck mal, es gibt gerade eine Pferdesendung. Ja, die Musik ist auf jeden Fall besser als eben. Du und ein Action-Thriller, glaube ich, ja. Aber der Fernseher ist ja sehr modern, ne? Ich glaube, die ganze Welt hat schon ja, lange kein... Wir können unser Traumhaus kaufen.
Ist ja voll deprimierend hier. Sieht man ganz viele Sachen, die wir uns nicht leisten können. Wer hat den hässlichen Elchskopf? Oder was das da oben sein soll, eigentlich dahin ge... Boah, ey, Schatz, warst du da schon wieder hinter meinem Rücken? Ich will da rausrollen, wie bei Tee so. Ja, ich würde sagen, mit diesem wunderschönen Ausblick hier machen wir dann erstmal einen kleinen Cut und schauen mal, was wir dann demnächst machen. Wir haben gar keine Quest mehr, fällt mir gerade ein. Aber wir müssen die Hühner auf jeden Fall noch in den Hühnerstall tun. Da müssen wir mal schauen, dass wir das als nächstes machen. Ich bin mal gespannt, ja, was wir überhaupt jetzt machen müssen, weil wenn wir keine Anleitung haben, glaube ich, wird das ein kleines, mittelschweres Desaster werden. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.